Hallo meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen heute. Es gibt so viel Durcheinander, auch hier in YouTube. Man geht nicht mehr gerne auf Facebook oder so. Man staunt, was Christen auch posten und was Christen vertreiben, also weiterleiten. Es ist etwas Interessantes passiert, warum ich auch das Video jetzt mache. Am Donnerstag, es ist so, ich muss so sagen, ich lese immer das Bibelspruch aus dem Losung. Und dann sind, wo ich dann gezielt Bibel lese, aus dem Neuen oder dem Alten Testament. Und manchmal ist so, ich öffne irgendwo und lass mich überraschen. Und dann lese ich halt ein paar Kapitel, je nachdem. Dann suche ich Beziehungen, wenn das mich anspricht. Und meistens, wenn es mir nicht sehr gut geht, dann öffne ich einfach und lese. Es gibt noch keine Stelle, die ich sagen muss oder könnte, dass mich nicht aufgebaut hat. Allein schon, wenn das Wesen Gottes beschreibt wird. Was interessant finde, dass ich am Donnerstag und am Freitag morgens die Bibel in dieselbe Stelle geöffnet habe. Obwohl da kein Papier oder irgendwas, also ist nichts in der Bibel drin, das eigentlich mich verleiten hätte können. Ja, natürlich, dass man da öffnet, wo was schon drin ist. Das geht eigentlich oft manchmal leicht und ich habe auch nicht gewollt oder irgendwie, aber ich war überrascht. Und das ging Donnerstag morgens und Freitag morgens. Selbe Stelle und ich war sehr überrascht darüber. Und ich möchte lesen die Stelle, die ich gelesen habe, wo ich es geöffnet habe, aus 2. Könige 2, Abvers 9. Als sie nun drüben angekommen waren, sagte Elia zu Elisa: Bitte dir etwas, was ich dir tun soll, ehe ich von dir hinweggenommen werde. Elisa antwortete: Möchte mir doch ein doppelter Anteil von deinem Geist zufallen. Elia entgegnete: Du hast eine schwer zu erfüllende Bitte ausgesprochen. Wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir entrückt werde, so wird deine Bitte erfüllt werden, sonst nicht. Während sie dann im Gespräch miteinander immer weiter gingen, erschien plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und trennte beide voneinander, und Elia fuhr im Wettersturm zum Himmel empor. Als Elisa das sah, rief er laut: mein Vater, du Wagen Israels und sein Reiter. Als er ihn dann nicht mehr sah, fasste er seine Kleider und riss sie in zwei Stücke. Ich war überrascht, dass es hier über die Entnahme also dieses ist kein Harpazo, wie Paulus das sagt, eine Entreißung, wie die Entrückung, die wir erwarten, sondern eine sichtbare Entnahme. Also der Elisa hat zuschauen können, wie Elia wegfahren wird. Und es ist die Tatsache, über Henoch wissen wir nicht vieles, ja. Es ist nur geschrieben, dass entnommen worden ist. Und darüber wollen wir auch nicht viel spekulieren. Aber bei Elia ist es deutlich beschrieben, wie alles abgelaufen ist. Und hier ist etwas Interessantes. Elia wusste voraus, dass er entrückt wird. Denn Gott verschweigt seiner Knechte nicht, was er tut. Und das ist genau das, mit was viele heute Probleme haben. Dass viele die Entrückung des Leibes nicht akzeptieren können und wollen,
ist eins, aber dass wir, die das akzeptieren und verstehen aus dem Wort Gottes, ist deutlich etwas, was auch bei Elia damals passiert ist, dass Gott ihm voraus ihm schon gesagt hat, was mit ihm geschieht. Und Paulus erklärt das auch deutlich, dass erstmal werden die Toten in Christus auferweckt werden. Ja, es wird ein Weckruf sein und dann die, die noch leben, dann leben in Christus, werden entrissen und das in einer Nu, das wird keiner zuschauen können, weil das wird so schnell von Gange gehen. Es wird nicht so ablaufen wie bei Elia, dass jeder sieht, der Christ wird gerade jetzt mit einem Wagen emporgeführt im Wettersturm. Ja. Aber es ist die Tatsache, hier sehen wir auch ganz eindeutig, dass Gott verschweigt Elia nicht, was er vorhat. Und zwar seine Entnahme von der Erde. Wie das vonstatten geht, sagt Gott ihm nicht. Aber dass es vonstatten geht, dass es passiert, weiß Elia eindeutig. Und wisst ihr, genau das ist auch bei Abraham, wo der Herr mit ihm geht und sagt, kann ich meinem Freund verschweigen, was wir vorhaben? Und dann redet er über Sodom. Und wisst ihr, von dem Augenblick, wo etwas gesagt wird, bis zu, dass es geschehen ist, vergeht eine Zeit. Als der Herr Abraham sagt, Sodom geht unter, da vergehen zwischen diesen, wir wissen nie, nicht wie lange Zeit, aber es vergeht eine gewisse Zeit. Und bei Elia auch. Bei Elia ist es nicht so, dass der Herr ihm gesagt hat, Elia, pack deine Sachen, morgen um 12.30 Uhr am Bahnhof kommt der Zug mit rotem Pampam und dann da steigst du ein und ich hole dich weg. Nein, sondern er wusste, er muss dahin gehen, er wusste, dass es passiert, aber nicht auf Zeit, genau. Nicht Stunde, ob nachts oder mittags oder nachmittags, das wurde nicht gesagt. Ja. Und genau so ist es auch bei uns. Wir haben die Zeichen über Israel, was auch nur Israel betreffen, aber natürlich, viele versuchen das direkt auf das Leib, auf die Entrückung zu stellen und sagen, jetzt oder dann passiert es. Das ist ein Zeichen für Israel. Und wir wissen, dass bevor wirklich es losgeht mit Israel, werden wir entrückt. Und wisst ihr, wir haben die Annexion des Jordantals jetzt, wir haben viele Nachrichten, die für uns Zeichen sind. Und wir freuen uns, weil wir sehen die Erfüllung und auch, dass unsere Zeit nahe ist, dass wir gehen nach Hause. Ich würde euch raten, mal Zeit zu nehmen, mal diesen zweiten Könige 2 durchzulesen. Hier ist etwas sehr Interessantes passiert. Ja, der Elisa sagt, bleib doch hier. Ja, ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht weg. Ich bleibe bei dir. Ne? Auch so wie Petrus den Herrn Jesus gesagt hat, ich gehe mit dir, ich trinke das Kelch, ich sterbe mit dir, dann aber hat ihn trotzdem verleugnet und so weiter. Also er konnte nicht mit dem gehen und auch bei der Entrückung werden nicht alle mitgehen. Ja, nur diejenigen, die in Christus sind. Und Elia war ein Auserwählter, also von Gott geleiteter Mann, von Gott getriebener Mann, vom Geist Gottes, ja, und was Gott gesagt hat. Deswegen sagt bei dem Tod des kleinen Jungen, sagt Elia,
Ich wundere mich, dass Gott mir das nicht offenbart hat. Also es waren Dinge, die auch Elia nicht alles wusste, aber er hat es trotzdem dann erfahren und hat es dann doch durch Gottes Gnade gerettet. Aber es geht jetzt mir nicht um diese Geschichte, sondern hier um die Entrückung. Elias, also Entrückung, Entnahme, ja. Und es ist interessant, wie es hier vor sich geht, ja. Als Elia mit Elisa nach Bethel kommen, wird hier geschrieben, als sie nun nach Bethel hinab wanderten, kamen die Prophetenjünger, die in Bethel wohnten, zu Elisa, also nicht zu Elia, sondern zu Elisa hinaus und sagten zu ihm: Weißt du wohl, dass Gott der Herr heute deinen Herrn über dein Haupt entführen wird, entführen, entnehmen wird? Also die junge Prophetin wussten schon im Voraus, dass die Entrückung, Entnahme Elias heute passiert. Und sie verkündigen das. Aber das ist, reicht es gar nicht, ja? Die gehen weiter und als sie nach Jericho gekommen waren, traten die Prophetenjünger, die in Jericho wohnten, an Elisa heran und sagten dasselbe: Weißt du wohl, dass Gott der Herr heute deinen Herrn über deinen Haupt entführen wird? Ja? Und 50 von diesen Propheten, das hat auch ein bisschen andere Hintergründe, warum genau 50, die gehen mit, aber ab dem Jordan, also über den Jordan geht nur Elia mit Elisa. Das hat auch sein prophetisches Wort Hintergründe, weil Elia ist so auf dem Leib hin ein Spiegelbild für mich, vielleicht für andere anders, und Elisa auf der übrig gebliebene aus Israel. Ja, und es ist genau das, was auch viele sich wundern werden. Die Entrückung des Leibes wird sogar von den Gottlosen gewusst. Viele Christen wissen es nicht, aber die antichristliche, diese Linie offenbaren das schon und warten jetzt, weil sie wissen, sie können nicht auftreten, bis wir nicht weg sind. Und es ist auch so, dass es sind wenige, es sind nur die Jünger, ja, es sind wenige, die übrig geblieben sind aus dem Volk Israel, werden wissen, dass die Entrückung kommt. Und sie wissen es sicher auch, ja. Und es wird auch natürlich darüber auch gesprochen, nur natürlich viele wollen das nicht akzeptieren. Und es ist interessant, sie gehen mit Elisa beide auf dem Weg, ja, sie reden, ja, und auf einmal passiert es und Elia ist weg. Und Elisa sieht das und weiß das, weiß, was geschieht. Und genauso wird es, werden es viele erfahren, meine Lieben. Ja. Viele werden nicht verführt werden können mit Geschichten von wegen Alien und das und jenes, sondern viele werden es wissen, dass das die Entrückung des Leibes ist gewesen. Und da werden sie dann natürlich sich zum Herrn wandeln und zu ihm rufen. Deswegen hast Elisa auch den Mantel Elias dann getragen mit sich, mit dem er auch dann den Jordan auch trennt, dass er dabei rüberkommt. Und
die Jünger erkennen, dass der Geist des Elia über der Elisa ruht. Es ist, ich weiß es nicht, was wir, sag mal so in der 70. Jahrwoche, in den himmlischen Reich tun werden. Ja, so ganz deutlich wissen wir das nicht. Aber dass der Geist wirken wird, auch in dieser Zeit, ja, in bestimmter Form und Weise, in die ersten 3,5 Jahre, in jedem Fall, in den Menschen, bei den Menschen, die gläubig sind und bleiben, ja, das wissen wir. Also ein Segen hinterbleibt, es bleiben auch die Botschaften. Wahrscheinlich meine Videos zum Beispiel oder die Videos von anderen Brüdern und viele Dokumente, viele Schreiben, Bibelauslegungen, die sicherlich zu großer Hilfe in dieser Zeit sein wird. Ja? Und wisst ihr, es ist so, man kann auch sagen, wenn ich jetzt meine Gedanken auf Papier lege, kann ich auch sagen, dass ich meinen Geist hinterlasse. Denn der, der das liest, wird eines Geistes, eines Willens mit mir. Es ist eine sehr umfangreiche Geschichte, Sache, aber es ist bemerkenswert, dass es viele nicht erkennen. Nur diejenigen können es nicht erkennen, die auch verloren gehen. Aber die, Elia wusste, Abraham wusste, alle, die mit Gott gewandelt haben, haben gewusst, was kommt. Deswegen sagt der Herr in der Propheten, dass ich werde meinen Knechten nicht verschweigen. Ja? Dass er nicht 2 Stunden und hat mit dem Hochzeitsritual zu tun in Israel und mit Israel, für Israel. Das ist eine andere Geschichte. Und wisst ihr, lasst euch auch nicht irre leiten. Ja? Wenn der eine kommt und sagt, ich bin der Elia und ich bin schon da. Da kann sein, dass es große Dinge bringt. Jesus warnt eindeutig die Juden. Und diese Warnung ist auch für uns wichtig. Warum? Er sagt, es werden viele falsche Propheten und falsche Christus auftreten. Nur weil sie Wunder tun können im Namen des Herrn. Weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass die 2 Zeugen treten miteinander auf und zu Beginn der 70. Jahrwoche. Und die 70. Jahrwoche ist, glaube ich, noch nicht angefangen. Und dieser Dr. Owo, oder wie der heißt, ja, er nennt sich zwar Elia, aber haltet euch fern, ja. Ich habe ihn auch mal zugehört, er hat auch viel über die Entrückung gesprochen. Und ich sage, viele Propheten sagen, ja, und wissen, dass das Leib entrückt wird. Er sagt auch sogar, dass er bleibt, er muss bleiben. Ich rede nicht gegen ihn, aber ich sage, es ist nicht unser Prophet, es ist nicht für die Gemeinde und deswegen sollen wir uns auch nicht mit seinen Sachen. Lasst Israel mit ihren Problemen. Das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Also haltet euch fern. Ich höre mir auch ab und zu mal den einen oder den anderen an. Aber immer mit richtigem Abstand. So viel Prophetin, wie heute es gibt, glaube ich nicht, dass die Welt so erlebt hat, vielleicht in der alttestamentlichen Zeit. Ja, es gibt sehr viele Propheten, sehr viele Art von Visionen, Träumen, die nicht unbedingt das sind, was ich denke. Und deswegen muss man alles wirklich prüfen und wirklich mit sehr großes Vorsicht auch behandeln. Ja, mit sehr großes Vorsicht. Ja. Aber eins muss ich nochmal erwähnen. Unsere Zeit des Gehens hat uns Gott schon offenbart. Aber wir wissen noch nicht die Uhrzeit und die genaue Stelle. Ja? Elia und Elisa gingen und dann plötzlich war es soweit.
Aber Elia hat nicht gesagt, jetzt halte mal an, Elisa, jetzt gleich in 5 Minuten kommt, dann schickt der Herr jetzt jemand. Nein, die gingen, die reden, alles ging nach seinem Lauf und auf einmal kam es. Ja, und genauso ist es. Wir wissen nicht genau den Zeitpunkt und das ist ja nah, das wissen wir in jedem Fall. Und damit lasst euch wirklich auch Mut machen, ja, weil das ist wirklich hier heute der heutige Spruch heißt im Psalm 16,8: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und in Lukas 9, 62 sagt: Wer die Hand an den Pflug legt und sie zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also es ist wirklich, egal in welche Schwierigkeiten Probleme sind, ja, wir haben unser Ziel immer dem Herrn gegenüber. Wir haben immer den Herrn vor unseren Augen und davon weichen wir nicht ab. Mir ist seit 57 Jahren noch nie passiert, dass ich mein Geldbeutel verliere. Donnerstag, Freitag kam dieses Bibelvers. Am Samstag verliere ich mein Geldbeutel mit alles drum und dran. Und heute habe ich mir so Gedanken gemacht, hoffe, vielleicht brauche ich es gar nicht mehr. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Du hast zwar Geld auf der Konto, aber du kannst nichts bewegen. Weil du hast keine Karte mehr, du hast nichts. Ne? Und wenn du jetzt gerade was brauchst, bist du eigentlich geliefert. Ja? Da musst du dich borgen, wenn du hast jemanden. Aber ich kann mir so vorstellen, genauso wird, wenn es jetzt langsam reinkommt, dass man diese totale Kontrolle reinbringt. Und mal alles mit Karte, kannst du eine Karte haben, wenn die dazu machen, da kannst du Geld wie Heu auf dem Konto haben. Du wirst nicht mal einen Cent entnehmen können. Also man soll haben und hat man dennoch nicht. Ja, und das ist das Furchtbarste. Und wir sehen, wie heute die Menschen manipuliert werden. Ja. Denn die Dummheit kennt wirklich keine Grenzen mehr heute, auch die Gottlosigkeit und die Liebe zu der Sünde. Meine Lieben, ich bin guter Hoffnung, dass der Herr wirklich jetzt in den nächsten Tagen kommt. Und ich muss ganz ehrlich, ich war überrascht, dass ich 2 Tage hintereinander dieselbe Bibel stelle. Ist mir noch nie passiert. Ich lese schon lange die Bibel und es ist oft, dass ich mal hier und da aufmache. Aber sowas ist mir nicht passiert. Und ob das jetzt eine Leitung oder irgendwas ist vom Herrn, wo er sagt, jetzt ist soweit, weiß ich nicht. Da würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt so sagen. Aber es passieren Dinge nicht aus Versehen. Mal sehen. Also wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben, denn der in uns angefangen hat zu wirken, wird es zu Ende bringen. Und wir können dankbar sein dafür. Ja. Ja, ich danke dem Herrn auch für meine lieben Brüder Jules und für viele andere, meistens, da ich auch Musik machen konnte und so den Herrn dienen durfte bislang. Und ich danke für allen, die auch an mich gedacht haben und dass wirklich oft Kommentare kommen oder ein E-Mail, wo man sagt, deine Dienst hat mir viel geholfen. Das ist etwas mehr als alles Reichtum dieser Welt. Ich hätte nie gedacht und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Meine Lieben, lasst euch nicht runterleisen. Ich bin sicher, wir sind da an der Zeit.
weiß nicht wie lang, aber lasst uns gehen miteinander. Und plötzlich sind wir weg. Und die anderen schauen nur zu und wissen ganz genau, ja, dass der Herr heute uns mitnimmt. Dass der Tag beim Gott länger ist als beim Mensch, das muss man auch wissen. Ja. Aber 1000 Jahre wird es nicht mehr gehen, auch nicht 100 Jahre, auch nicht 10 Jahre, aber es kann noch 10 Tage gehen. Wir wissen, bei Noah ist auch so, er ging in die Arche, Gott hat die Tür zugemacht und er hat noch 7 Tage gewartet. Ja. Bei Elia auch war es nicht auf bestimmte Zeit. Bei Abraham mit Sodom und Gomorra mit Lot war es genauso. Ja. Erstmal müssen Dinge geschehen, bevor es gekommen ist. Ja. Erstmal musste Lot raus aus Sodom und dann konnte Gott seinen Zorn über Sodom lassen. Also alles hat seine Zeit, alles hat seinen Plan und nichts kann Gottes Plan verhindern. Und deswegen lasst uns gut im Mut sein, den Herrn loben und preisen und dankbar sein für alles, was wir noch hier erreichen dürfen, auch oft in der Niederlage, auch in den Höhen. Aber der Kampf geht nicht mehr lange. Gott segne euch und bewahre euch.